Hallo und herzlich willkommen zum angekündigten Tutorial-Video. Ach, jetzt Tutorial-Video. Infovideos. Infovideo, ja, wie angekündigt, Informationsvideo hier auf unserem YouTube-Kanal am 28.01.2018. Wie ihr seht, wann ich es aufnehme und wann veröffentlichen wird. Ja, es ist ein bisschen Zeit dazwischen, aber ich kann es aktuell auch leider nicht ändern. Wir haben ein bisschen was zu bequatschen, denn es nämlich so sein wird, dass es ein, zwei Kleinigkeiten. Ja, ich habe es versaut, Entschuldigung, ich ändere es wieder. So. Es wird ein, zwei kleine Änderungen geben ab morgen im Uploadplan, dazu gleich mehr. Aber auch jetzt schon auf unserem YouTube-Kanal. Es ist so, dass wir jetzt in letzter Zeit öfters mal gestreamt haben. Wir waren auch vor ein paar von einer. Vor 12 Stunden noch online, haben gestreamt. Also Samstagabend haben wir auch ein bisschen Omsi noch gestreamt oder Maurice hat gestreamt, er gesagt, ich war auch dabei. Ja, wir streamen aktuell sehr oft oder auch öfters, um genau zu sein, und das auch aktuell ganz gerne. Es macht uns auch Laune. Das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Wir werden streamen, natürlich werden die Streams online kommen. Wir werden natürlich jetzt wieder vermehrt, oder wir haben jetzt vermehrt ab nächste Woche Start neue Projekte. Dazu gleich nochmal genauere Informationen. Wir haben auch Projekte abgesetzt, dazu gleich auch weitere Informationen. Ja, wir müssen halt jetzt einfach mal gucken, wie sich das so videotechnisch so ergibt, weil wir jetzt ja neue Projekte haben. Da wird es dann nächsten Sonntag nochmal ein Infovideo geben. Also in 24, in 7 Tagen wird es nochmal genau ein neues Infovideo geben. Zu weiteren Informationen zu unserem YouTube-Kanal, da es sich aktuell wieder noch mehr ändert, denn wir starten nächste Woche wahrscheinlich noch ein neues Projekt. Dazu gleich mehr. Ja, es wird sich auf unserem YouTube-Kanal ändern, so übersichtlich technisch her gar nichts. Es wird weiter so sein, wie es aktuell ist. Es hat sich aber im Hintergrund halt einiges. Wir haben aktuell extrem viel zu tun. Wir haben ab heute eine neue Homepage in Arbeit für unsere Gaming Corporation, für unseren Clan in Anführungsstrichen, mit der alten MGC und dem Clan von Adrian zusammen. Das ist jetzt die Gaming Corporation. Da kommt aktuell wirklich einiges neu. Wir haben jetzt eine Internetseite ab. Obwohl wir haben sie schon. Aber aktuell halt noch nicht fertig. Das werden wir uns dann morgen antun. Und die Zeit muss halt da sein. Die ist es halt aktuell leider nicht ganz so gerne, wie ich das gerne hätte. Das heißt, es könnten halt wirklich mal Videos ausfallen oder nicht kommen. Oder schaut einfach in den Uploadplan. Kommen wir jetzt aber mal zum Uploadplan. Den habe ich hier nämlich schon mal für nächste Woche vorbereitet. Tada, da ist er. So wird es aussehen. Nein, so wird es nicht aussehen. So wird es aussehen. Nein. Der ist immer noch verkehrt. So wird's aussehen. Ja, das sind die nächste Woche die Videos, die kommen werden. Ihr seid jetzt, habt jetzt eine kleine Live-Vorschau, was an Videos kommen wird. Ja, das ist aktuell mein Uploadplan, den ich am PC jedes Wochenende schreibe, den ich dann am Sonntagabend übernehmen werde oder spätestens Montag. Also wie ihr seht, Bausum neues Projekt. Starten wir, Maurice, ich, Alex, aka Stadtbaumeister und noch einer. Wahrscheinlich kann ich aber noch nicht genau sagen. Ja, GC Farm startet ab morgen, 14 Uhr, wird ausgetauscht zu Hof Bergmann Reloaded. Ja, wird halt, denke ich mal, ist ein ganz lustiges Projekt, hat zumindest zu zweit. Wir waren leider dieses Wochenende nur zu zweit zum Aufnehmen, das wird sich aber nochmal ändern. Ja, dann GC Farm live. Wir werden freitagsabends planmäßig circa gegen 20 Uhr, kann auch um 21 Uhr so eine Stunde live gehen, bevor wir dann aufnehmen werden. Wir haben uns vorgenommen, immer eine Stunde aufnehmen und eine Stunde live gehen und dann eine Stunde aufnehmen, so grob gesagt, weil ja, dann neues LS-Projekt. Wie es genau heißen wird, kann ich euch noch nicht genau sagen. Deswegen steht auch aktuell bei mir in meiner Vorschau aktuell nur noch neues LS-Projekt. Oder neue LS drin. Das wird dann im Upload-Plan, den ihr dann öffentlich sehen könnt, schon mit einem Namen versehen sein. Welche Karte dort gespielt wird, kann ich auch noch nicht sagen. Das werde ich morgen erst aufnehmen. Natürlich, Trunch Road USA wird erstmal weiterlaufen. Kampagne schreitet voran. Ob es da noch ein Zeitraffer geben wird, glaube ich eher nicht dieses Wochenende, nächste Woche für euch. Ich glaube eher, der wird ausfallen, einfach aus zeitlichen Gründen, weil wegen Homepage und so müssen halt irgendwie die 3 Stunden, die ich halt für den Zeitraffer brauche, ohne Bearbeiten des Zeitraffers, also nur reine Aufnehmzeit, die muss auch erstmal irgendwo herkommen. Und dadurch, dass ich jetzt schon wieder 0 Uhr habe, werde ich dann in 2 Stunden wahrscheinlich ins Bett gehen und es ist einfach ein langer Tag aktuell. Ja, Franchos A wird erstmal weiterlaufen, 7 Tage. 7 Folgen die Woche, sie also jeden Tag eine.
Und wie angekündigt. GCV. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Das kommt so nächste Woche um. Sie wird von Maurice übernächste Woche kommen. Bausum kommt von uns. GC-Faden kommt von uns. Ob Bausum wirklich in dieser Staffelung kommt, kann mir aktuell noch nicht sagen. Das entscheidet sich nach der Folgenstruktur, die wir noch ausdiskutieren müssen. Ja, gibt es sonst noch was Neues zum YouTube-Kanal? Grundsätzlich hat sich beim YouTube-Kanal wird sich erstmal nicht allzu viel ändern. Ich muss mal ganz gucken, kann ich auf den Teamspeak wechseln? Ja, dann auch mal kurz was zum Teamspeak. Der Teamspeak, er schreitet immer weiter voran. Er ist aktuell auch wirklich gut besucht. Wir haben es jetzt 0 Uhr 15 heute Nacht, wo ich das wieder aufnehme, und damit aktuell 14 User. Also wir haben wirklich aktuell eine richtig gute User-Struktur auf unserem Teamspeak. Finde ich mega gut, macht auch aktuell mega Laune. Teamspeak läuft alles hervorragend. Ja, macht auf jeden Fall Laune. Ihr seht gerade mich auch schön quatschen im Teamspeak. Läuft hervorragend. Also was macht auf jeden Fall mega Laune aktuell. Sind halt wirklich viele Leute, ein gutes Team, muss man sagen. Macht mega viel Spaß. Auch wenn man mal dann so wie hier halt so eine Sache stehen hat, wie, ja, muss man halt ab und zu mal durchgreifen, wenn sich da zwei Leute nicht einigen können. Da muss man halt ab und zu mal durchgreifen, dann begreifen sie es aber auch. Aber es ist halt gut. Ist gut. Es gibt auch schon wieder ein paar gebannte User. Aber ab und zu muss man halt leider aufräumen. Kann ich halt auch nichts ändern. Ja, dann als nächstes zur Homepage. Es wird im Laufe der nächsten paar Monate eine Homepage von uns veröffentlicht werden. Da gibt es dann auch einen richtigen Veröffentlichungstermin, wo wir dann halt Link zur Homepage und so weiter halt alles preisgeben werden. Wir haben uns die heute geholt. Wir, Alex und ich, werden morgen, also heute zum, ne, heute ist ja schon 18. Wir werden uns heute im Laufe des langen Tages, das der noch vor uns liegt, mit der Homepage weiter auseinandersetzen, um halt die grundlegenden Sachen fertig zu machen, wie halt Aufbau, Struktur, E-Mail-Adressen, Anmelde-Accounts und so weiter halt, weil das ist halt alles das, was wir aktuell machen müssen. Das werden wir dann im Laufe des Sonntages machen. Und werden dann im Laufe der kommenden Woche die ersten Sachen, Seiten füllen. Ich weiß noch nicht, wie wir das mit der Veröffentlichung der Homepage machen werden, ob wir, sage ich mal, so stückchenweise die Homepage veröffentlichen oder, sage ich mal, nach 3 Wochen die komplette Homepage öffentlichen. Ich muss da mal morgen mit Alex quatschen. Auf jeden Fall, das ist aktuell auch noch so was dann, wo ich es hier gerade lese. Die DS-Rechteübersicht wurden überarbeitet. Wir haben ein paar neue Rechte abgeändert, umgeschrieben. Natürlich Rechteübersicht auch bald auf unserer Homepage einlesbar, sonst in der Eingangshalle lesbar. Da wurden Stichpunkt Paragraph 7 und Paragraph 8 hinzugefügt, weil wir halt da ein bisschen Probleme fanden, die wir halt bearbeiten konnten. Ja, das aktuell so halt wirklich die Breaking News. Ich muss mal kurz was aufschreiben. Sonst vergesse ich das, bis wenn ich gleich ins Bett gehe. Weil, wie ihr seht, wenn man jetzt aufnimmt, live streamt und so weiter, ist halt schon langer Abend. Ja, also im Fall, da wird auch wieder was bearbeitet. Wir informieren euch natürlich darüber. Wenn im Teamspeak selber oder sonstige Sachen. Was gibt es sonst noch so? Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Brillantes gibt, wo wir jetzt gerade schon mal hier quatschen. Ich könnte natürlich jetzt das Video auch noch auf 10 Minuten strecken, aber ich glaube, wir haben alles gesagt. Projekte, wartet dann mal auf nächste Woche Sonntag 12 Uhr. Da kommt dann ein nächstes Informationsvideo. Ich werde gleich wieder ein Disco haben. Mit weiteren Informationen zum. Mit weiteren Upload-Plan-Informationen. Zur Not schaut immer mal in den Upload-Plan-Link dafür unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in, was haben wir jetzt, 12 Uhr in, mal ganz kurz nachrechnen, 18 Uhr kommt das nächste Video, in gut 6 Stunden wieder zur Transfer-Rosa. Bis dann, danke, ciao.